Ja, ich wollte euch ja jetzt nicht so auf die Folter spannen, was auf der Palette war. Die drei Kartons waren auf der Palette und die packen wir jetzt aus. Hier habe ich schon mal einen Schnitt gemacht, habe ich mir die Arbeit so ein bisschen leichter gemacht. Und ich würde sagen, wenn ich das jetzt auspacke, wisst ihr sofort, was das ist. Deswegen machen wir den wieder zu, packen das beiseite und packen erstmal das Monster hier aus. So, jetzt große Gucke. Und das, wie es immer ist. Hier vorne haben wir es, das Messer. Okay. Das wird ein Gewicht hier haben. Ich lasse es mal in meiner Werkstatt, weil ich bin ja sehr zu Hause. Dann kann ich das einfach mal so dahin schmeißen. So. Kann ich sagen, ich glaube, das Ding hier wiegt 40 Kilo oder sowas. Ne? Irgendwie so ein Dreh oder 20, ich weiß es nicht, aber es hat Gewicht. So, wir nehmen aber das Stückchen Pappe hoch. Ich luchse als erstes, wie es aussieht. Ja, es ist okay, ich kann es aufmachen, man erkennt immer noch nicht, was es ist. Was haben wir hier? Ganz viel Papier und wenn ich das wegnehme, sehen wir gleich, was es ist. Das fühle ich schon. Das fühle ich schon. So. Wir nehmen hier das Plastik aus Plastik auf. So, und wer sieht, dass das hier schon so leicht ölig ist, weiß, dass hier unten drunter was ist, was in Öl angeschmiert ist. Da ist das gute Stück. Meine Fräsplatte, die neue. Und die soll auch genau dahin, hier so, schön als Gussplatte, da wo der Woodpeckers war. Der Woodpeckers wandert nach da, denn ich brauche zwei Fräsen mit unterschiedlichen Einstellungen, um den Workflow zu verbessern. Und hier habe ich mir jetzt mal was von Harvey gegönnt. Und ja, es sieht schon mal klasse aus. Das Ganze müssen wir dann hier, also ich, nicht wir, in die Platte einlassen. Und dafür benötigen wir einmal noch hier, den habe ich mir in einer Version schon mal leicht kaputt gemacht, aber ich habe ihn mir gleich nochmal bestellt. Der Fräslift, der dann schön, ich vermute es mal, hier hineinpasst. Ja, der passt dann schön hier rein, natürlich andersrum, ne? Den packen wir wieder in den Karton zurück. Und warum habe ich das Ganze gemacht? Hier ist das Herzstück drin. Ich weiß nicht, ich glaube, die Arbeitsplatte hier aus Guss wird das Herzstück sein. Und das ist einfach der Grund. Die verformt sich nicht. Das ist eine Anschaffung fürs Leben, ne? Und man muss natürlich was gegen den Rost tun. Aber das mache ich ja sowieso jede Woche. Hier drin. Oh, ich freue mich jetzt schon. Ich hoffe, das ist oben. Ich hebe das gleich mal raus. Könnt ihr sehen. Ich traue es mich gar nicht anzufassen. Ne? Es sieht so schon richtig geil aus. Meine Fresse. Kann ich hier irgendwas anfassen? Hier ist eine Schraube. Okay. Ich hole ihn aus dem Schaumstoff raus, bis ich ihn rauskriege. Ja. Ihr seht's, ne? Ein Fräsanschlag der Extraklasse. Ich drehe es euch mal auf die interessante Seite. Meine Fresse. Hab ich Bock, das Ding zu installieren. Ja, also ich habe richtig Bock, das Ding zu installieren. Das ist das, wenn ich mal wieder frei bekomme.
dass dieses Teil funktionsfähig hier in die Platte kommt und dann kann gefräst werden. Ich freue mich. Bis die Tage, euer Daniel.